Nachfolge Christi, erstes Buch, Anleitung zum geistlichen Leben. Wer mir nachfolgt, wandelt nicht im Dunkeln, spricht der Herr. Das sind Worte Christi. Sie spornen uns an, sein Leben und seinen Wandel nachzuahmen. Wenn wir wahrhaft erleuchtet und von aller Blindheit des Herzens befreit werden möchten. Unsere höchste Aufgabe sei die Betrachtung des Lebens Jesu Christi. Die Lehre Christi übertrifft alle Lehren der Heiligen. Wer den Geist besitzt, findet in ihr verborgenes Himmelsbrot. Doch es ist nun einmal so. Viele hören die frohe Botschaft oft, spüren aber nur geringe Sehnsucht nach dem Evangelium. Es fehlt ihnen der Christusgeist. Wer Christi Worte ganz verstehen und verkosten will, muss bestrebt sein, sein ganzes Leben ihm gleich zu formen. Was nützt es dir, tiefgründig über die Dreieinigkeit zu reden, wenn dir die Demut fehlt? Ohne sie missfällst du der Dreieinigkeit. Wahrlich, gelehrte Worte machen nicht den Heiligen und Gerechten. Das tut allein ein tugendhaftes Leben. Das macht dich Gott teuer. Lieber möchte ich den Schmerz der Reue spüren, als ihre Definition kennen. Wenn du die ganze Bibel auswendig wüsstest und könntest dich in allen Lehren der Welt weisen aus, was hättest du davon ohne die Gottesliebe und die Gnade? O Eitelkeit, alle Eitelkeiten, alles ist eitel. Außer Gott lieben und ihm allein dienen. Das ist die höchste Weisheit, die Welt gering zu werten und dadurch nach dem Reiche der Himmel zu streben. Eitel ist es, vergängliche Reichtümer zu suchen und auf sie seine Hoffnungen zu setzen. Eitel ist es, nach Ehrungen zu verlangen und angesehene Stellungen anzustreben. Eitel ist es, den Trieben des Leibes nachzugeben und zu begehren, was später schwere Strafe nach sich zieht. Eitel ist es, sich ein langes Leben zu wünschen und sich um ein gutes Leben kaum zu bemühen.
Eitel ist es, nur auf das gegenwärtige Leben zu achten und für die Zukunft kein Auge zu haben. Eitel ist es, zu lieben, was eilenden Fluges vorüberzieht, statt schleunigst dorthin zu eilen, wo ewige Freude wohnt. Denke oft an jenes Sprichwort: Das Auge wird nicht satt vom Sehen, das Ohr nicht satt vom Hören. Sei also darauf bedacht, dein Herz von der Liebe zum Sichtbaren zu lösen, um dich zum Unsichtbaren zu erheben. Denn die den Eindrücken der Sinne folgen, beflecken das Gewissen und verlieren Gottes Gnade. Kapitel 2: Sich selbst demütig einschätzen. Jeder Mensch hat einen natürlichen Wissensdrang. Aber was bringt die Wissenschaft schon ein ohne die Gottesfurcht? Besser ist ein demütiger Landmann, der Gott dient, als ein stolzer Philosoph, der den Lauf der Gestirne studiert, sich selbst aber vergisst. Wer sich selbst gut durchschaut, hält sich nicht für einen wertvollen Menschen und erfreut sich nicht am Lobe der Menschen. Wenn ich alles wüsste, was es in der Welt gibt, lebte ich aber nicht in der Liebe, was nützt es mir vor Gott, der mich nach meinen Werken richten wird? Mäßige, die übergroße Wissbegier, sie lenkt dich zu stark ab, sie täuscht dich. Die viel wissen, wollen gerne beachtet und als weise tituliert werden. Es gibt vieles, das zu wissen der Seele wenig oder gar nichts nützt. Sehr unklug ist, wer anderen Dingen nachgeht, statt solchen, die seinem Heile dienen. Viele Worte sättigen die Seele nicht. Das gute Leben aber ist eine Labe für den Geist und das reine Gewissen eine Quelle großen Gottvertrauens. Je umfassender und gründlicher dein Wissen ist, desto schwerer wiegt deine Verantwortung, wenn dein Leben nicht umso heiliger war. Brüste dich also nicht mit irgendeiner Kunst oder Wissenschaft, fürchte dich vielmehr wegen der dir verliehenen Einsicht. Wenn du meinst, vieles zu wissen und es recht gut zu verstehen, so bedenke, dass es noch weit mehr gibt, was du nicht weißt. Sei nicht überheblich. Gestehe lieber deine Unwissenheit. Warum willst du dich anderen vorziehen, da es doch viele gibt, die gelehrter und gesetzkündiger sind als du? Willst du etwas Nutzbringendes wissen oder lernen, so lieb es, unbekannt zu sein und für nichts gehalten zu werden.
Das ist die tiefste und nützlichste Wissenschaft. Sich selbst richtig zu erkennen und gering zu achten. Das ist hohe Weisheit und Vollkommenheit. Von sich selber nichts zu halten und von anderen immer eine edle, gute Meinung zu haben. Siehst du jemanden offenkundig sündigen und sich schwer vergehen, du dürftest dich dennoch nicht für besser halten. Denn du weißt nicht, wie lange du im Guten verharrst. Wir alle sind gebrechlich, aber halte keinen für hinfälliger als dich selbst. Kapitel 3 Die Lehre der Wahrheit. Glücklich, den die Wahrheit selbst belehrt. Nicht durch vergängliche Zeichen und Worte, sondern in ihrem Wesen. Unser Denken und unser Sinn täuschen uns oft und nehmen wenig wahr. Was nützt das lange Reden über verborgene und dunkle Dinge? Wir werden ihretwegen nicht zur Rechenschaft gezogen, wenn wir sie etwa nicht gekannt haben. O große Torheit, das Nützliche und Notwendige zu übergehen, um Dingen nachzugehen, die nur der Neugier dienen und Schaden anrichten. Wir haben Augen und sehen nicht. Was kümmern wir uns um Gattungen und Arten? Zu wem das ewige Wort spricht, der bleibt vor vielen falschen Ansichten bewahrt. Aus einem Worte Gottes stammen alle Dinge und von einem Worte reden alle Dinge. Und das ist der Anfang, der auch zu uns redet. Ohne ihn kommt keine zur Einsicht, hat keine ein rechtes Urteil. Wenn alles das eine ist, wer alles auf das eine bezieht und alles in dem einen schaut, dessen Herz kann festen Stand haben und dauernd im Frieden Gottes leben. O Wahrheit, Gott, mach mich eins mit dir in ewige Liebe. Ich bin des vielen Lesens und Hörens oft so überdrüssig. In dir ist alles, was ich suche und ersehne. Schweigen mögen alle Lehrer, verstummen alle Geschöpfe vor deinem Angesichte. Sprich du allein zu mir. Je mehr eine mit sich selbst eins geworden ist, je einfacher er in seinem Inneren geworden ist, desto mehr und desto höheres erkennt er ohne Mühe, weil er von oben her das Licht der Erkenntnis empfängt. Ein lauterer, gerade und beharrlicher Geist verliert beim Hochbetrieb nicht seine Sammlung, weil er alles zur Ehre Gottes tut und bestrebt ist, in Ruhe
alle Eigensucht auszuschalten. Wer behindert und belästigt dich mehr als die unertötete Begier deines Herzens? Der gute, fromme Mensch überdenkt zuerst in seinem Inneren die Werke, die er nach außen zustande bringen muss. Darum ziehen ihn die Arbeiten auch nicht ins Sinnhafte und Triebhafte. Vielmehr gibt er selber den Neigungen, die dem Urteil der gesunden Vernunft entsprechende Richtung. Wer hat einen härteren Kampf zu kämpfen, als wer sich selbst zu besiegen trachtet? Und gerade das sollte unser Grundanliegen sein, uns selbst zu besiegen, täglich in der Selbstbeherrschung zu wachsen und so im Guten irgendeinen Fortschritt zu machen. Allem Vollkommenen haftet in diesem Leben Unvollkommenes an, und all unser Denken ist nicht frei von einem gewissen Dunkel. Die demütige Selbsterkenntnis geleitet dich sicherer zu Gott als die tiefe wissenschaftliche Forschung. Die Wissenschaft verdient keinen Tadel, auch nicht das schlichte Wissen um die Dinge. Diese sind in sich betrachtet gut und gehören der göttlichen Ordnung an. Aber ein gutes Gewissen und ein Leben der Tugend verdienen immer den Vorzug. Weil jedoch die meisten mehr auf das Wissen als auf ein tugendhaftes Leben bedacht sind, geraten sie oft in die Irre und zeitigen fast keine oder nur geringe Frucht. Wenn sie doch ebenso viel Fleiß aufbrächten, ihre Fehler auszurotten und Tugenden einzupflanzen, als gelehrte Fragen aufzuwerfen, es gäbe nicht so große Missstände und Ärgernisse im Volke und nicht so viel Zerfall in den Klöstern. Bestimmt werden wir am kommenden Gerichtstage nicht gefragt werden, was wir gelesen, sondern was wir getan haben. Und nicht, wie schön wir geredet, sondern wie gut wir gelebt haben. Sage mir, wo sind denn alle jene Herren und Meister, jenen Leuchten der Wissenschaft, die du, als sie noch lebten, so gut gekannt hast? Schon sitzen andere auf ihren Pfründen, und ich weiß nicht, ob diese ihre noch gedenken. Zu ihrer Zeit schienen sie etwas zu bedeuten, und nun ist es still um sie geworden. Wie schnell verrauscht der Ruhm dieser Welt. Hätte doch ihr Leben zu ihrer Gelehrsamkeit gepasst, dann hätten sie gut studiert und gelehrt. Wie viele gehen in diese Welt an ihrem eitlen Wissen zugrunde? Sie kümmern sich zu wenig um den Dienst Gottes. Sie wollen lieber bedeutend als demütig sein. Darum schwinden sie dahin samt ihrem Denken. Wahrhaft groß ist, wer große Liebe hat. Wahrhaft groß ist, wer in seinen eigenen Augen klein ist und alle Ehrenbezeugungen für nichts achtet.
Wahrhaft klug ist, wer alles Irdische für Unrat hält, um Christus zu gewinnen. Ein wirklicher Gelehrter ist, wer Gottes Willen tut und auf seinen eigenen Willen verzichtet. Kapitel 4 Achtsamkeit beim Handeln. Glaube nicht jedem Worte und traue nicht jeder Eingebung. Prüfe vielmehr die Dinge vor Gott, behutsam und mit der nötigen Ruhe. Leider geschieht es oft, dass wir von anderen lieber das Böse glauben und erzählen als das Gute. So schwach sind wir. Doch vollkommene Menschen glauben nicht so leicht jedem Schwätzer, denn sie kennen die menschliche Schwäche, die zum Bösen neigt und im Reden leicht zu Falle kommt. Es ist eine tiefe Weisheit, nicht übereilt zu handeln und nicht an seiner eigenen Meinung starrköpfig festzuhalten. Dazu gehört auch, dass man nicht irgendwelche Rederei Glauben schenkt und das, was man etwa gehört und geglaubt hat, nicht gleich anderen Leuten weitererzählt. Berate dich mit einem klugen und gewissenhaften Mann und lasse dich lieber eines Besseren belehren, statt deinen Einfällen zu folgen. Ein gutes Leben macht den Menschen weise vor Gott und erfahren in vielen Dingen. Je demütiger ein Mensch ist und je vollkommener er sich Gott unterwirft, umso weiser wird er sein und umso reicher an Frieden. Kapitel 5 Das Lesen der Heiligen Schriften. Suche Wahrheit in den Heiligen Schriften, nicht den Glanz der Rede. Jedes heilige Buch muss in dem Geist gelesen werden, in dem es verfasst wurde. Wir müssen mehr auf unseren Nutzen als auf die gewählte Form achten. Darum sollten wir fromme und schlichte Bücher ebenso gern lesen wie hohe und gedankenschwere. Der Name des Verfassers und sein großes oder geringes Ansehen in der Literatur darf nicht stören. Was dich zum Buche führen soll, sei einzig die Liebe zu reiner Wahrheit. Frage nicht, wer das gesagt hat, sondern achte auf das, was gesagt wird. Die Menschen gehen dahin. Die Wahrheit des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Gott spricht zu uns auf mannigfache Weise.
ohne Ansehen der Person. Was uns beim Lesen der Schriften oft hindernd im Wege steht, ist unsere Neugier. Wir wollen begreifen und ergründen, worüber wir einfach hinweggehen sollten. Willst du aus der Lösung Nutzen ziehen, dann lies demütig, bescheiden und voll Vertrauen. Erhebe nie Anspruch auf den Namen eines Gelehrten. Stelle gern Fragen und höre schweigend auf die Worte der Heiligen. Lass dich auch die Gleichnisreden der Alten nicht verdrießen. Sie werden nicht ohne Grund gesprochen. Kapitel 6 Ungeordnete Gesinnungen. Sobald der Mensch etwas begehrt, was gegen die Ordnung verstößt, erfasst ihn sogleich die Unruhe. Hochmütige und Geizige kennen keine Ruhe. Der Arme im Geist und der Demütige leben im vollen Frieden. Wer sich noch nicht gänzlich abgestorben ist, gerät leicht in Versuchung. Er strauchelt über die geringsten Kleinigkeiten. Ein Mensch von schwachem Geist, der noch irgendwie dem niederen Menschen und dem Sinnenhaften zugeneigt ist, kann sich nur schwer von den irdischen Wünschen völlig loslösen. Er wird oft traurig, wenn er sich ihnen entzieht, und wird leicht zornig, wenn ihm eine in den Weg tritt. Hat er aber erreicht, was er begehrt, drückt ihn sogleich der Vorwurf des Gewissens, weil er seine Leidenschaft folgte, die ihm nicht zu dem gesuchten Frieden verhilft. Wahren Herzensfrieden findet man nur im Kampf gegen die Leidenschaften, nicht aber darin, dass man ihnen nachgibt. In einem irdisch gesinnten Herzen, das sich an äußere Dinge verliert, ist kein Frieden, wohl aber in einem Menschen von Geist und Blut. Kapitel 7 Keine trügerische Hoffnung und Überheblichkeit hegen. Ein Tor, wer seine Hoffnung auf Menschen oder Geschöpfe setzt. Schäme dich nicht aus Liebe zu Jesus Christus, anderen zu dienen und als arm zu gelten in dieser Welt. Verlass dich nicht auf dich selbst. Setze vielmehr dein Vertrauen auf Gott. Tu, was du tun kannst, und Gott wird deinem guten Willen beistehen. Vertraue nicht auf dein Wissen oder auf die Schlauheit irgendeines lebenden Menschen. Baue vielmehr auf die Gnade Gottes, der den Demütigen hilft und die Überheblichen demütigt.
Rühme dich nicht deine Reichtümer, prahle auch nicht mit einflussreichen Freunden. Dein Ruhm sei Gott, der alles schenkt und außer allen Gaben sich selbst dir zu geben verlangt. Brüste dich nicht mit der Kraft und Schönheit des Leibes. Eine geringe Krankheit genügt und er ist zerstört und entstellt. Gefalle dir nicht in deiner Geschicklichkeit und Begabung, sonst missfällst du Gott, dem alles gehört, was du von Natur Gutes hast. Halte dich nicht viel besser als andere, damit du nicht vor Gott geringer erfunden werdest. Er weiß, was im Menschen ist. Sei nicht eingebildet auf gute Werke. Gott richtet anders als die Menschen. Ihm missfällt oft, was den Menschen wohlgefällt. Hast du etwas Gutes an dir, so glaube nur, dass andere Besseres aufweisen können. So bewahrst du die Demut. Es schadet dir nicht, wenn du dich für geringer hältst als alle anderen. Höchst schädlich aber ist es, wenn du dich auch nur einem vorziehst. Nie versiegende Friede begleitet den Demütigen. Im Herzen des Stolzen aber wohnen oft Zorn und Erbitterung. Kapitel 8. Vertrauensseligkeit sollte man vermeiden. Öffne nicht jedem Menschen dein Herz, doch mit einem weisen, gottesfürchtigen Menschen besprich deine Sache. Mit jungen Leuten und mit Fremden lass dich weniger ein. Schmeichle nicht den Reichen und erscheine nur selten vor Großen. Suche deine Gesellschaft und Unterhaltung bei den bescheidenen, einfachen und ausgeglichenen Menschen und sprich mit ihnen über das, was zum Guten anregt. Sei nicht allzu vertraulich mit dem anderen Geschlecht. Alle guten Frauen aber empfiehl insgesamt dem Herrn. Wirklich vertraut sei nur mit Gott und mit seinen Engeln, dem Bekanntsein unter Menschen, aber gehe aus dem Wege. Liebe soll man zu allen haben. Vertraulichkeit aber ist nicht zuträglich. Zuweilen kommt es vor, dass ein Unbekannter einen sehr guten Ruf besitzt. Siehst du ihn aber aus der Nähe, verliert er seinen Glanz in deinen Augen. Manchmal dünkt uns, andere fänden Gefallen an unserer Gesellschaft, doch sind wir schon auf dem Wege, ihnen zu missfallen, weil sie unsere Schwäche entdecken. Kapitel 9. Gehorsam und Unterordnung. Es ist etwas Bedeutendes, im Gehorsam zu stehen, unter einem Oberen zu leben und
nicht sein eigener Herr zu sein. Ungleich sicherer ist es, Untergebene zu sein als Vorgesetzte. Viele sind untertan, mehr aus Zwang als aus Liebe. Sie haben ihre Last damit und murren schnell. Sie bringen es nur dann zur Freiheit des Geistes, wenn sie sich um Gottes Willen und aus ganzem Herzen unterwerfen. Laufe dahin oder dorthin, du findest keine Ruhe, wenn du dich nicht demütig der Leitung des Oberen unterwirfst. Die Einbildung mit dem Wechsel des Ortes würde es besser, hat schon viele getäuscht. Wahr ist, dass jeder gern nach seinem eigenen Kopf lebt und lieber denen folgt, die mit ihm eine Meinung sind. Aber wenn Gott unter uns wohnt, gehört es sich doch wohl, dass wir bisweilen um des lieben Friedens willen von unserer eigenen Meinung lassen. Wer ist so weise, dass er alles vollkommen wissen könnte? Darum baue nicht zu sehr auf deine Einsicht, sondern höre auch gern auf die Meinung anderer. Ist deine Meinung gut und du stehst um Gottes Willen davon ab und folgst einem anderen, so wirst du ungleich größeren Nutzen davon haben. Denn oft habe ich gehört, es sei weit sicherer, auf einen Rat zu hören und ihn anzunehmen, als Rat zu erteilen. Es kann auch der Fall vorkommen, dass die Meinung eines jeden Hand und Fuß hat, aber kann ich nachgeben wollen, wenn Vernunft und Sache dies erfordern, ist das Zeichen starrsinniger Hochmut. Kapitel 10. Sei nicht redselig. Fliehe den Lärm der Menschen so oft du kannst. Das Reden über Tagesereignisse hemmt dich sehr, auch wenn es in guter Absicht geschieht. Denn schnell werden wir von den Eitelkeiten der Welt angesteckt und in ihren Bahn gezogen. Ich wollte, ich hätte mehr geschwiegen und wäre nicht unter Menschen gegangen. Weshalb reden und schwätzen wir so gerne miteinander, da wir doch selten ohne Verletzung des Gewissens zum Schweigen zurückkehren? Nur deshalb reden wir so gern, weil wir in der Unterhaltung gegenseitig Trost suchen und dem von vielen Denken ermüdeten Herzen gerne Erleichterung verschaffen. Und sehr gern überdenken und sprechen wir aus, was wir lieben oder uns wünschen, oder wir reden von dem Unangenehmen, das uns drückt. Aber leider häufig erfolglos und vergeblich. Denn diese äußere Tröstung ist der inneren, göttlichen Tröstung sehr abträglich. So müssen wir also wachen und beten, damit die Zeit nicht ungebraucht vergehe. Wenn es erlaubt und angezeigt ist zu reden, dann sprich, was aufbauen kann. Üble Gewohnheit und Gleichgültigkeit gegen unseren Fortschritt tragen viel dazu bei, dass wir unseren Mund nicht halten können.
nicht wenig aber trägt zum geistlichen Fortschritt das religiöse Gespräch über geistliche Dinge bei, besonders dann, wenn Menschen gleichen Herzens und gleichen Geistes sich in Gott zusammenfinden. Kapitel 11 Frieden erwerben und unermüdlich weiterstreben. Wir könnten reich sein an Frieden, wenn wir uns nicht so viel um das kümmerten, was andere sagen und tun und was uns nichts angeht. Wie kann der lange in Frieden leben, der sich in fremde Hände mischt, äußere Anlässe sucht und sich wenig oder selten innerlich sammelt. Selig die Einfältigen, sie werden viel Frieden haben. Warum sind manche Heilige so vollkommene und beschauliche Menschen gewesen? Weil sie bestrebt waren, alle irdischen Begierden in sich zu überwinden. So konnten sie mit jeder Faser ihres Herzens Gott anhangen und in Freiheit sich selbst gehören. Wir aber lassen uns zu sehr von den eigenen Leidenschaften beherrschen und durch vergängliche Dinge in Atem halten. Selten erringen wir auch nur über einen einzigen Fehler einen vollkommenen Sieg. Täglich voranzuschreiten, fühlen wir keine Lust. Deshalb bleiben wir kalt und lau. Wären wir uns selbst vollkommen abgestorben und innerlich ausgeglichen, dann könnten wir sogar an göttlichen Dingen Geschmack finden und ein wenig erfahren, was es um die himmlische Beschauung ist. Das ist das einzige und das größte Hindernis. Wir sind versklavt an die Leidenschaften und Begierden und versuchen gar nicht, den Weg der Vollkommenheit, den die Heiligen gingen, zu beschreiten. Bei den geringsten Kleinigkeiten lassen wir sogleich den Kopf hängen und sehen uns nach Menschentrost um. Setzten wir uns in den Kämpfen wie Helden tapfer ein, wahrhaftig, wir würden die Hilfe des Herrn vom Himmel her über uns kommen sehen. Denn er ist bereit, denen zu helfen, die da streiten und auf seine Gnade bauen. Er gibt uns Gelegenheit zum Kampfe, damit wir siegen. Wenn wir den Fortschritt im religiösen Leben nur in äußeren Übungen erblicken, wird es mit unserer Innerlichkeit bald am Ende sein. Legen wir vielmehr die Axt an die Wurzel, um gereinigt von den ungeordneten Neigungen den Frieden des Geistes zu finden. Würden wir jedes Jahr nur einen einzigen Fehler ausrotten, wir wären bald vollkommene Menschen. Aber oft genug erleben wir das Gegenteil und finden, dass wir am Anfang unserer Umkehr besser und reiner waren als nach vielen Jahren der Prophet. Der Eifer und Fortschritt müssten täglich wachsen. Aber heute gilt einer schon als groß, der noch einen Funken des ersten Eifers in sich erhalten konnte. Würden wir uns anfangs nur ein wenig Gewalt antun, wir könnten nachher alles leicht und frohgemut schaffen. Es ist schwer, Gewohntes zu lassen,
aber noch schwerer ist es, gegen den eigenen Willen anzugehen. Doch wenn du über Kleines und Leichtes nicht Herr wirst, wann willst du die schwierigen Fälle meistern? Widersteht deine Neigung gleich im Anfang und leg die üble Gewohnheit ab, sonst bringt sie dich nach und nach in größere Schwierigkeiten. Würdest du doch recht bedenken, wie reich der Friede ist, der dir zuteil wird, und wie groß die Freude, die du anderen bereitest, wenn du dich gut führst, ich glaube, du würdest auf deinen geistigen Fortschritt mehr Sorgfalt verwenden. Kapitel 12 Der Nutzen von Widrigkeiten. Es ist gut für uns, dass wir bisweilen Dingen begegnen, die uns unangenehm und zuwider sind. Denn sie rufen den Menschen oft zu sich selber zurück. Er erkennt, dass er in der Verbannung lebt und dass er seine Hoffnung nicht auf irgendetwas in der Welt setzen soll. Es ist gut, dass wir zuweilen Widerspruch erfahren und dass schlecht und abfällig über uns gedacht wird, selbst wenn wir recht handeln und es gut meinen. Das fördert oft die Demut und schützt uns vom eitlen Ruhm. Wenn nämlich die Menschen in der Welt uns gering achten und uns nichts Gutes zutrauen, dann suchen wir noch mehr den inneren Zeugen, Gott. Deshalb sollte der Mensch so fest in Gott gründen, dass er nicht nötig hätte, viel um menschlichen Trost zu betteln. Wenn ein Mensch, der guten Willens ist, in Bedrängnis oder Versuchung gerät oder von bösen Gedanken geplagt wird, dann sieht er besser ein, dass er Gott doch recht nötig hat und dass er ohne ihn nichts Gutes vermag. Er wird traurig, klagt und betet wegen der Not, die er leidet. Dann mag er nicht länger mehr leben, sehnt den Tod herbei und möchte aufgelöst werden und mit Christus sein. Es geht ihm die Erkenntnis auf, dass es eine letzte Sicherheit und einen vollen Frieden in der Welt nicht geben kann. Kapitel 13 Anfechtungen zurückdrängen. Solange wir auf Erden leben, können wir nicht ohne Trübsal und Versuchung sein. Bei Hiob heißt es, angefochten sein, das ist des Menschen Leben auf Erden. Daher sollte jeder sein Augenmerk auf das richten, was ihn zu Falle bringen kann. Er sollte wachen und beten, damit der Teufel keine Gelegenheit finde, ihn zu überlisten. Denn der Teufel schläft nie, sondern geht umher suchend, wen er verschlinge.
Niemand ist so vollkommen und heilig, dass er nicht zuweilen Versuchungen hätte, und ganz frei von ihnen bleiben ist uns gar nicht möglich. Doch bringen die Versuchungen dem Menschen oft große Vorteile, ob sie ihm auch lästig und beschwerlich sind. Sie demütigen, läutern und erziehen ihn. Alle Heiligen sind durch viele Drangsale und Anfechtungen gegangen, und sie sind an ihnen gewachsen. Die aber nicht fähig waren, in den Versuchungen durchzuhalten, wurden abtrünnig und gingen verloren. Kein Stand ist so heilig, kein Ort so abgelegen, dass sie den Versuchungen und Trübsalen nicht zugänglich wären. Niemand ist zeitlebens vor Versuchungen ganz sicher, weil der Keim zur Versuchung in uns selber schlummert. Wir sind in der Situation des Begehrens geboren. Ist eine Versuchung oder Bedrängnis überstanden, kommt schon eine zweite. Immer werden wir etwas zu leiden haben, denn wir haben das Gut unserer Glückseligkeit verloren. Viele suchen den Versuchungen zu entfliehen und verstricken sich noch mehr in sie. Die Flucht allein führt uns nicht zum Siege, aber Geduld und wahre Demut machen uns stärker als alle Feinde. Wer nur äußerlich ausweicht und die Axt nicht an die Wurzel legt, richtet wenig aus. Ja, die Versuchungen werden schneller wiederkehren und ihn umso schlimmer plagen. Nur nach und nach, durch Geduld und Langmut, wirst du mit Gottes Hilfe die Oberhand gewinnen, nicht durch eine schroffe, ungestüme Art. Hole dir öfter Rat, wenn du versucht wirst, und verfahre nicht hart mit dem, der versucht wird. Sprich ihm viel mehr Trost zu, wie du es selbst für dich wünschest. Die Quelle aller bösen Versuchungen sind das unbeständige Herz und das geringe Vertrauen zu Gott. Denn wie ein streuloses Schiff von den Fluten hin und her geworfen wird, so gerät ein lauer, seinem Vorsatz ungetreuer Mensch in die Wogenwucht der Versuchungen. Das Feuer erprobt das Eisen, die Versuchung den Gerechten. Oft wissen wir nicht, was wir können, aber was wir sind, zeigt die Versuchung. Wir müssen wachen, besonders wenn die Versuchung einsetzt. Man wird den Feind leichter überwinden, wenn man ihm entschlossen den Zugang zum Inneren sperrt und ihn, sobald er Einlass begehrt, vor der Schwelle noch zum Kampf erstellt. Deshalb hat jemand gesagt, den Anfängen biete die Stirn. Zu spät wird sonst der Heiltrank bereitet, wenn das Übel durch die lange Dauer sich verfestigt hat. Zuerst naht dir ein einfacher Gedanke, dann eine lebhafte Vorstellung, schließlich die Lust, dann die sündhafte Regung und Einwilligung. Und so nimmt der böse Feind allmählich ganz Besitz von dir, wenn du ihm nicht gleich anfangs widerstehst. Und je länger du säumst, Widerstand zu leisten
umso schwächer wirst du von einem Tag zum anderen, während der Feind umso stärker wird. Einige haben zu Beginn ihrer Umkehr größere Versuchungen zu bestehen, andere am Ende. Wieder andere haben sozusagen ihr ganzes Leben hindurch zu leiden, während einige nur ganz gelinde versucht werden, je nach der Weisheit und Gerechtigkeit der göttlichen Vorsehung, die Stand und Verdienst der Menschen abwägt und alles zum Heile ihrer Auserwählten vorherbestimmt. Wir dürfen deshalb nicht verzweifeln, wenn wir versucht werden, müssen vielmehr Gott umso inbrüstiger anflehen, dass er uns in alle Drangsal gnädig zu Hilfe komme. Er wird nach dem Worte des heiligen Paulus zugleich mit der Versuchung eine solche Hilfe schicken, dass wir ihr gewachsen sind. Beugen wir uns also demütig unter Gottes Hand in jeder Versuchung und Trübsal, denn die demütig sind im Geiste, wird er erretten und erhöhen. Versuchungen und Drangsale sind der Prüfstein, der den Fortschritt des Menschen anzeigt, begründen ein größeres Verdienst und rücken die Tugend in helleres Licht. Es ist nichts Großes, Gott innig und eifrig zu leben, solange uns nichts bedrückt. Aber wenn wir in der Zeit der Not geduldig ausharren, dürfen wir hoffen, dass wir im Inneren bedeutend gewachsen sind. Einige erleben keine großen Versuchungen, dafür erliegen sie oft im Kleinkampf des Alltags. Sie sollen, weil gedemütigt, niemals in großen Dingen auf sich selbst vertrauen, da sie schon in kleinen Dingen versagen. Kapitel 14. Leichtfertiges Urteilen meiden. Richte dein Auge auf dich selbst und hüte dich, über das Tun anderer zu Gericht zu sitzen. Das Urteilen über andere ist vergebliche Mühe. Der Mensch urteilt öfters falsch und fällt dabei leicht in Sünde. Wenn er sich aber selber kritisch beurteilt, bringt ihm diese Mühe allezeit Segen. Wie uns eine Sache am Herzen liegt, so urteilen wir gewöhnlich darüber. Denn wegen der Eigenliebe verlieren wir leicht den Blick für das rechte Urteil. Wäre Gott stets das reine Ziel unseres Verlangens, wir würden durch den Widerstand unserer Denkart nicht so leicht aus der Fassung geraten. Aber oft bleibt uns von innen her etwas verborgen oder kommt von außen auf uns zu, was uns sofort mitreißt. Viele suchen im Geheimen bei ihrem Tun und Lassen sich selbst und wissen es nicht. Dem Anschein nach leben sie, solange die Dinge nach ihrem Wunsch und Willen gehen, in tiefem Frieden. Kommt es aber anders, als sie wünschen, sind sie gleich erregt und traurig.
Wegen der Verschiedenheit im Fühlen und Denken entstehen häufig Zwistigkeiten unter Freunden und Mitbürgern, unter Ordensleuten und Gottesfreunden. Eine alte Gewohnheit gibt man schwerlich auf, und niemand lässt sich gern über seine eigene Anschauung hinausführen. Wenn du dich mehr auf deine Vernunft und auf deinen Fleiß verlässt, als auf die bezwingende Kraft Jesu Christi, wirst du nur selten und erst spät ein Mensch der Erleuchtung. Denn Gott will, dass wir uns ihm vollkommen unterwerfen und uns mit flammender Liebe über alles natürliche Denken erheben. Kapitel 15: Handeln aus der Liebe. Um kein Ding in der Welt und niemandem zuliebe, darf man Böses tun. Wohl aber soll man, um einem Bedürftigen zu helfen, bisweilen ein gutes Werk aus freien Stücken unterlassen oder in ein besseres ändern. Denn dadurch wird das gute Werk nicht aufgehoben, sondern in ein höheres verwandelt. Ohne Liebe hat das äußere Werk keinen Wert. Alles aber, was aus Liebe geschieht, mag es auch klein und unansehnlich sein, bringt ganz reiche Frucht. Denn Gott sieht mehr auf die Gesinnung, die dein Tun beseelt, als auf deine Leistung. Vieles vollbringt, wer viel Liebe hat. Vieles vollbringt, wer eine Sache recht tut. Gut handelt, wer mehr der Gemeinschaft als seinem Eigenwillen dient. Oft scheint etwas wie Liebe auszusehen, und es ist mehr natürliches Begehren. Denn die Neigung der Natur, der Eigenwille, die Hoffnung auf ein Entgelt und der Hang zu Bequemlichkeit verlangen immer ihr Recht. Wer wahre, vollkommene Liebe hat, sucht in keine Sache sich selbst, hat vielmehr in allem nur Gottes Ehre im Auge. Er beneidet niemanden, verlangt für seine Person nach keine Freude und sucht sie auch nicht in sich selbst. Nur in Gott über alle Erdengüter hinaus möchte er sich erfreuen. Er schreibt keinem etwas Gutes zu, sondern bezieht es ganz auf Gott, den Urquell alles Guten und das Ziel, in dem alle Heiligen ihr selige Ruhe finden. Wer nur einen Funken wahre Liebe hätte, fürwahr, er würde spüren, dass alles Irdische volle Eitelkeit ist. Kapitel 16: Ertrage die Unzulänglichkeiten der anderen. Was der Mensch an sich oder anderen nicht bessern kann, muss er geduldig tragen, bis Gott es anderes fügt. Denke, es ist so vielleicht besser für deine Bewährung in der Geduld
ohne die unsere gute Werke ja kein Gewicht haben. Du musst jedoch bei solchen Schwierigkeiten zu Gott flehen, dass er dir gnädig zu Hilfe komme und dir die Kraft gebe, sie ruhig hinzunehmen. Sollte sich jemand nach ein- oder zweimaliger Mahnung nicht fügen, streite nicht mit ihm, sondern stelle alles Gott anheim, dass sein Wille geschehe und dass alle seine Diener ihm Ehre erweisen. Es ist ihm ja ein leichtes, das Böse zum Guten zu wenden. Lerne Geduld zu haben mit anderen Menschen Fehler und Schwächen, welche Art sie auch sein mögen. Auch du hast vieles an dir, was andere ertragen müssen. Wenn es dir nicht gelingt, ein Charakter zu werden, wie er dir vorschwebt, wie kannst du den anderen nach deinem Wunschbild formen? Andere haben wir gern vollkommen, die eigenen Fehler aber bessern wir nicht. Anderen sollen streng zurechtgewiesen werden, wir selbst aber wollen uns nichts sagen lassen. Die weitgehenden Freiheiten, die anderen gegeben werden, erregen unser Missfallen, die eigenen Wünsche aber wollen wir erfüllt sehen. Andere sollen durch Verordnungen eingeengt werden, uns selbst dulden wir keine weitere Einschränkung. So ist es also offenbar. Wir messen den Nächsten nur selten mit dem Maße, mit dem wir uns messen. Wenn alle vollkommen wären, was hätten wir dann von den anderen, um Gottes Willen zu leiden? Nun aber hat Gott die Ordnung getroffen, dass wir lernen, der eine die Last des anderen zu tragen. Denn keine ist ohne Fehler, keine ohne Last, keine sich selbst genug, keine hinreichend Weise. Vielmehr müssen wir uns gegenseitig ertragen und trösten, ebenso uns stützen, belehren und ermahnen. Wie weit es aber jede in der Tugend gebracht hat, zeigt sich am deutlichsten bei Gelegenheit einer Anfechtung. Denn solche Anlässe machen den Menschen nicht erst schwach, sondern sie zeigen nur, wie es um ihn steht. Kapitel 17. Das monastische Leben. Willst du mit anderen Frieden und Eintracht bewahren, so musst du lernen, dich selbst in vielen Dingen zu bezwingen. Es ist keine Kleinigkeit, in Klöster oder einer Ordensgemeinschaft zu wohnen und dort ohne Klage zu leben und treu bis zum Tode auszuharren. Wohl dem, der das selbst gut gelebt hat und glücklich vollenden dürfte. Willst du feststehen und fortschreiten, wie es sich gehört, so betrachte dich als einen Pilger und Fremdling auf Erden. Du musst ein Tor werden um Christi willen, wenn du ein Ordensleben führen willst. Ordenskleid und Tonsur bedeuten wenig. Sittliche Neugeburt und völlige Ertötung der Leidenschaften
machen den wahren Ordensmann. Wer etwas anderes sucht als einzig Gott und das Heil seiner Seele, findet nur Plage und Schmerz. Auch kann der Friede dessen nur vor kurzer Dauer sein, der nicht bestrebt ist, der Geringste zu sein und sich allen unterzuordnen. Zum Dienen bist du gekommen, nicht zum Herrschen. Zum geduldigen Arbeiten bist du berufen, nicht zum Müßiggang und Plauderei. Hier also werden die Menschen erprobt, wie das Gold im Feuerofen. Hier kann nur aushalten, wer von ganzem Herzen gewillt ist, sich um Gottes Willen zu demütigen. Kapitel 18. Schau auf das Vorbild der heiligen Väter. Schau auf die lebendigen Vorbilder der heiligen Väter, in denen wahre Vollendung und Religiosität ausstrahlt, und du wirst sehen, wie geringfügig, ja wie nichtssagend ist, was wir tun. Ach, was ist es doch mit unserem Leben, wenn wir es mit dem ihrigen vergleichen? Die Heiligen und Freunde Christi dienten dem Herrn in Hunger und Durst, in Kälte und Blöße, in Mühe und Erschöpfung, im Wachen und Fasten, in Gebet und heilige Betrachtung, in vielerlei Verfolgung und Schmach. Wie viele und schwere Trübsale haben sie erduldet. Die Apostel, die Märtyrer, die Bekenner und Jungfrauen und die übrigen alle, die entschlossen waren, Christi Fußstapfen zu folgen. Sie haben ihre Seele in diese Welt gehasst, um sie für das ewige Leben zu besitzen. Wie streng und entsagungsvoll war das Leben, das die heiligen Väter in der Wüste führten. Wie anhaltend und schwer waren die Versuchungen, die sie zu ertragen hatten. Wie häufig die Quälereien, mit denen der Feind ihnen zusetzte. Wie viele glühende Gebete opferten sie dem Herrn auf, wie streng waren die Fasten, die sie hielten, wie groß der Eifer und das feurige Verlangen, im geistlichen Leben Fortschritte zu machen. Wie tapfer kämpften sie, um die Laster zu unterdrücken, und wie lauter und gerade zielte ihre Meinung auf Gott. Am Tage arbeiteten sie und nachts lagen sie lange dem Gebete ob. Obwohl sie nicht aufhörten, auch bei der Arbeit ununterbrochen das innerliche Gebet zu pflegen. Alles, was sie an Zeit erübrigten, wandten sie nützlich an. Jede Stunde schien ihnen zu kurz für den Umgang mit Gott, und über der großen Süßigkeit der Beschauung vergaßen sie sogar, dem Leibe die notwendige Erholung zu gewähren. Allen Reichtümer, Würden, Ehren, Freunden und Verwandten entsagend, begehrten sie von der Welt nichts zu besitzen. Kaum nahmen sie das Lebensnotwendige zu sich. Dem Leibe zu dienen, empfanden sie selbst im Notfalle als schmerzlich. Sie waren also arm an irdischen Dingen, aber überaus reich an Gnade und Tugenden. Äußerlich darbten sie
Innerlich kosteten sie die von Gott kommende Erquickung, die tröstende Gnade. Der Welt waren sie fremd, Gott aber stand sie nah wie vertraute Freunde. Sich selbst kamen sie wie nichts vor, und der Welt erschienen sie verächtlich, in den Augen Gottes aber waren sie wertvolle, liebe Menschen. Gegründet in wahre Demut, lebten sie in schlichtem Gehorsam. Ihr Wandel trug das Gepräge der Liebe und Geduld. Darum erstarkten sie täglich im Geiste und empfingen große Gnaden von Gott. Allen Ordensleuten als Beispiel gegeben, sollen sie uns mehr zum Fortschritt im Guten anspornen, als jene, die zu den Lauen zählen, uns verleiten, im Eifer zu erlahmen. Wie stark war die Glut aller Ordensleute in den ersten Zeiten, als ihre heiligen Gründungen ins Leben traten? Welche Hingabe in Gebete, welche Wetteifer im Ringen um die Tugend? Wie hoch stand die Zucht? Wie blühten bei allen die Ehrfurcht und der Gehorsam gegen die Regel des Meisters? Zeugen dessen, dass sie wirklich heilige, vollkommene Menschen waren, die im wackeren Streit die Welt unter ihre Füße brachten, sind die noch vorhandenen Spuren. Heute aber gilt schon als groß, wer die Gebote nicht übertritt und sein Los geduldig zu ertragen versteht. O der Lauheit und Nachlässigkeit in unserem Stande, dass unsere erste Glut so schnell erkaltet und wir vor Trägheit und Säumseligkeit des Lebens müde werden. Möchte doch in dir das Verlangen nach Fortschritt in der Tugend niemals einschlafen, nachdem du wiederholt so viele Beispiele gottinniger Menschen gesehen hast. Kapitel 19. Was gute Ordensleute tun. Das Leben eines guten Ordensmannes muss alle Tugenden aufweisen, damit er innerlich das sei, was er im Äußeren vor den Menschen zu sein scheint. Ja, eigentlich sollte in seinem Inneren mehr sein, als nach außen sichtbar wird. Denn Gott sieht ins Herz. Gott, dem wir die höchste Ehrfurcht schulden, mögen wir sein, wo wir wollen. Gott, vor dessen Augen wir wie Engel wandeln sollen. Jeden Tag müssen wir unseren Vorsatz erneuern und unseren Eifer entfachen, als hätten wir uns heute erst bekehrt, und beten: Herr, Gott, hilf mir in meinem guten Vorhaben und in deinem heiligen Dienste, gib, dass ich heute vollkommen beginne, denn alles, was ich bisher getan habe, ist nichts. Wie unser Vorsatz, so unser Fortschritt. Wer gut vorankommen will, bedarf größten Eifers. Wenn schon der starke Wille oft versagt, was wird geschehen, wenn sich eine nur selten und mit halbem Willen etwas vornimmt? Auf mannigfache Weise werden wir unserem Vorsatz untreu,
und schon eine leichte Lässigkeit in den Übungen geht kaum ohne schädliche Wirkung vorüber. Was sich die Gerechten vornehmen, gründet mehr in der Gnade Gottes als in eigene Weisheit. Auf Gott vertrauen sie auch stets, mögen sie unternehmen, was sie wollen. Denn der Mensch denkt, Gott aber lenkt. Und des Menschen Weg liegt nicht in seiner Hand. Wenn man zuweilen in frommer Absicht oder um dem Bruder zu helfen, eine gewohnte Übung unterlässt, so kann man sie leicht nachholen. Unterlässt man sie aber aus Überdruss oder Saumseligkeit, so ist das sehr gefährlich. Die nachteiligen Wirkungen wird man zu spüren bekommen. Versuchen wir, was wir können. Wir werden noch leicht in vielen Dingen fehlen. Doch immer sollten wir uns etwas Bestimmtes vornehmen, besonders gegen jene Schwächen, die uns am meisten behindern. Unser Inneres wie auch Äußeres werden wir in gleicher Weise prüfen und ordnen, denn beides fördert den Fortschritt. Kannst du dich nicht dauernd sammeln, so versuch es wenigstens bisweilen oder einmal im Tage, etwa morgens oder abends. Morgens setze dir ein Ziel, abends überdenke deinen Wandel. Wie waren deine Worte, deine Werke, deine Gedanken? Vielleicht hast du darin öfter Gott und den Nächsten beleidigt. Umgürte dich wie ein Mann gegen die Hinterlist des Teufels. Zügle die Gaumenlust und du wirst jede fleischliche Regung umso leichter überwinden. Sei nie ganz müßig, sondern lies oder schreib, bete, betrachte oder arbeite etwas zum Nutzen der Gemeinschaft. Körperliche Aszese ist nur mit Vorsicht anzuwenden. Sie eignet sich nicht in gleichem Maße für alle. Was keine gemeinsame Übung ist, soll man nicht so offen zeigen. Private Aszese übt man sicherer in Verborgenen. Hüte dich aber, die gemeinsamen Übungen träger und die privaten eifrig anzuwenden. Erfülle zuerst treu und gewissenhaft deine Pflicht und Schuldigkeit. Wenn du dann noch Zeit erübrigst, widme dich dir selbst, wie dich deine Hingabe treibt. Jede Übung eignet sich nicht für jeden. Dem einen ist diese angemessene, dem anderen jene. Es empfiehlt sich auch je nach dem Charakter der Zeit, mit den Übungen zu wechseln. Einige eignen sich mehr für Festtage, andere mehr für Werktage. Diese tun uns nur zur Zeit der Versuchung, jene in Stunden des Friedens und der Ruhe. Manches überdenken wir gern, wenn wir traurig sind, anderes, wenn wir uns freuen in Gott. Vor den Hauptfesttagen soll man die bewährten Übungen erneuern und die Fürbitte der Heiligen mit mehr Inbrust anrufen. Von einem Fest zum anderen sollten wir Vorsätze fassen, als wenn wir dann von dieser Welt scheiden würden, um in den ewigen Feiertag einzugehen. Darum werden wir uns in den geweihten Tagen sorgsam vorbereiten, mit größerer Hingabe leben
und allen Pflichten gewissenhaft nachkommen, so treu, als würden wir in Kürze von Gott den Lohn für unsere Mühe empfangen. Hat es aber bis dahin noch gute Weile, so lasst uns glauben, dass wir nicht genügend dafür vorbereitet und darum eine so große Herrlichkeit, die zuvor bestimmten Zeit an uns offenbar werden soll, unwürdig waren. Seien wir also bemüht, uns besser auf den Heimgang einzustellen. Selig, heißt es bei Evangelisten Lukas, wen der Herr bei seiner Ankunft wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, über alle seine Güter wird er ihn setzen. Kapitel 20 Liebe zu Einsamkeit und Schweigen. Suche dir eine passende Zeit, um für dich zu sein, und gedenke oft der Wohltaten Gottes. Lass von der Neugier. Lies Bücher, die mehr der Zerknirschung als der Unterhaltung dienen. Wenn du dich des übermäßigen Schwätzens und des müßigen Umherlaufens enthältst und dein Ohr den Neuigkeiten und Gerüchten verschließest, wirst du genügende und passende Zeit zu guter Betrachtung finden. Die größten Heiligen mieden den Umgang mit Menschen, wo sie nur konnten, und zogen es vor, Gott im Verborgenen zu dienen. Es hat jemand gesagt, so oft ich unter Menschen weilte, war ich beim Heimgehen weniger Mensch. Das erfahren wir öfter, wenn wir uns lange unterhalten. Es ist leichter, nicht zu reden, als reden und nicht fehlen. Es ist leichter, im Hause zurückgezogen zu leben, als draußen genügend über sich zu wachen. Wer also ein innerlicher, ein geistlicher Mensch werden möchte, muss mit Jesus der Menge ausweichen. Keiner tritt sicher an die Öffentlichkeit, der nicht gern im Verborgenen bleibt. Keiner tritt im Reden mit Sicherheit auf, der nicht gern schweigt. Keiner kann anderen sicher vorstehen, der nicht gern untertan ist. Keiner kann sicher befehlen, der nicht gut gelernt hat zu gehorchen. Keiner wird sich wahrhaft freuen, wenn er nicht das Zeugnis des guten Gewissens in sich trägt. Doch war die Sicherheit der Heiligen stets mit großer Gottesfurcht gepaart. Sie lebten gerade, weil sie durch große Tugend und Gnade glänzten, nur umso wachsamer und demütiger. Die Sicherheit der Bösen aber entspringt dem Stolz und der Anmaßung und schlägt schließlich in Selbsttäuschung um. Verspricht dir niemals Sicherheit in diesem Leben, mag man dich auch für einen guten Ordensmann oder einen frommen Einsiedler halten. Die sich im Leben besondere Hochschätzung der Menschen erfreuten, sind oft in die größte Gefahr geraten, weil sie zu viel auf sich selbst vertrauten.
Daher ist es für viele besser, dass sie von Versuchungen nicht gänzlich frei bleiben, sondern öfters angefochten werden, damit sie sich nicht allzu sicher fühlen, den Kopf nicht zu hoch tragen und nicht zügellos zu äußeren Tröstungen abschweifen. Wer niemals vergängliche Freude suchte und mit der Welt nichts zu tun haben möchte, ein wie gutes Gewissen würde der sich bewahren. Wer alle eitle Sorge ablegte, nur noch an heilsame und göttliche Dinge dächte und seine ganze Hoffnung auf Gott setzte, welch tiefen Frieden, welche Ruhe würde er kosten? Keine ist der Tröstungen des Himmels würdig, der sich nicht eifrig in heilige Zerknirschung geübt hat. Willst du bis auf den Grund des Herzens zerknirscht werden, geh in deine Kammer und verschließe dich dem Lärm der Welt, wie geschrieben steht, auf eurem Lager erwecket Reue. In der Zelle wirst du finden, was du draußen so oft verlierst. Stetig bewohnt wird sie dir lieb, schlecht gehütet erzeugt sie Ekel. Wenn du sie zu Beginn deines Ordenslebens treu bewohnst und hütest, wird sie später deine vertraute Freundin und ein höchst willkommener Trost. Im Schweigen und in der Ruhe schreitet die hingegebene Seele voran und dringt sie in die Tiefe der Schriften ein. Dort findet sie die Tränenbäche, worin sie sich allnächtlich wäscht und reinigt, um ihrem Schöpfer umso näher zu kommen, je weiter sie sich von allem Treibern der Welt fernhält. Wer sich also von Bekannten und Freunden zurückzieht, dem naht sich Gott mit seinen heiligen Engeln. Besser ist es, verborgen zu bleiben und für sein Heil zu sorgen, als sich selbst zu vernachlässigen und Wunder zu tun. Zum Lobe gereicht es dem Ordensmann, wenn er selten ausgeht, sich nicht gern zeigt und keinen Menschen sehen will. Warum willst du sehen, was du doch nicht haben darfst? Die Welt vergeht samt ihrer Lust. Die Gelüste der Sinne bestimmen dich, spazieren zu gehen. Ist aber die Stunde vorüber, was anderes bringst du heim als ein beschwertes Gewissen und ein zerstreutes Herz? Ein fröhlicher Ausgang erzeugt oft einen traurigen Heimgang. Ein lustiger Abend gebiert einen traurigen Morgen. So ist es mit jeder sinnlichen Freude. Sie schmeichelt sich ein und dann beißt und tötet sie. Was kannst du anderswo sehen, was du hier nicht schon siehst? Schaue zum Himmel, schaue auf die Erde, betrachte alle Elemente. Aus diesen ist alles gemacht. Kannst du anderswo etwas sehen, was von Dauer ist unter der Sonne? Vielleicht glaubst du, dein Genüge zu finden, aber du wirst es nicht erreichen können. Wenn du auch alles gegenwärtig siehst, was wäre es anderes als leerer Schein?
Erhebe deine Augen zu Gott in der Höhe und bete wegen deiner Sünden und Versäumnisse. Überlass das Eitle den Eitlen, du aber achte auf das, was Gott dir befohlen hat. Schließe hinter dir deine Tür und lade Jesus, der dir so lieb ist, zu dir ein. Bleibe mit ihm in der Zelle, denn anderswo wirst du einen so tiefen Frieden nicht finden. Wärst du nicht ausgegangen und hättest nichts von den weltlichen Redereien gehört, du wärst leichter im rechten Frieden geblieben. Seitdem es dich reizt, zuweilen Neuigkeiten zu hören, musst du damit rechnen, dass du in deinem Herzen von Unruhe gequält wirst. Kapitel 21. Das reuevolle Herz. Willst du vorwärts schreiten, so erhalte dich in der Furcht Gottes. Sei nicht gar zu frei, sondern halte alle deine Sinne im Zaume und überlass dich nicht eine ungehörige Freude. Erwecke von Herzen Reue und du wirst Hingabe finden. Die Reue ist der Schlüssel zu vielen Gütern. Die Ausgegossenheit bedeutet gewöhnlich deren schnellen Verlust. Es ist zum Staunen, dass sich der Mensch in diesem Leben jemals freuen kann. Wenn er an seine Verbannung denkt und an die vielen Gefahren, die seine Seele drohen. In unserer Leichtfertigkeit und Gewissenlosigkeit gegenüber unseren Fehlern haben wir das Gefühl für den elenden Zustand unserer Seele verloren. Wir lachen oft ohne Anlass, wo wir zu Recht weinen sollten. Es gibt keine wahre Freiheit und keine edle Freude, außer in der Gottesfurcht und im guten Gewissen. Glücklich, wer alles, was ihn hindert und zerstreut, abwerfen, sich zum Einswerden heilige Zerknirschung sammeln kann. Glücklich, wer sich von allem loslöst, was sein Gewissen beflecken oder belasten kann. Streite männlich. Gewohnheit wird durch Gewohnheit überwunden. Wenn du es verstehst, die Menschen in Ruhe zu lassen, so werden sie auch dich in deinem Tun nicht stören. Mische dich nicht in fremde Dinge und kümmere dich nicht um die Händel der Großen. Achte immer zuerst auf dich und ermahne vor allem dich selbst, mehr als alle, die dir lieb sind. Wenn du die Gunst der Menschen entbehrst, werde nicht traurig. Das aber nimmt dir zu Herzen, wenn du nicht immer so gut und so vorsichtig wandelst, wie es sich für einen Diener Gottes und einen frommen Ordensmann geziemt. Es ist dem Menschen oft dienlicher und sicherer, dass er in diesem Leben nicht viele Tröstungen empfängt, besonders dem Fleische nach. Doch dass wir den göttlichen Trost gar nicht oder nur selten empfinden,
ist unsere eigene Schuld. Wir bemühen uns nicht um die Zerknirschung des Herzens und geben den Trost der äußeren Dingen, der doch so vergänglich ist, nicht auf. Wisse, du bist des göttlichen Trostes unwürdig, aber Trübsal in Menge hast du umso mehr verdient. Ist ein Mensch völlig zerknirscht, dann ist ihm die ganze Welt lästig und bitter. Der gute Mensch findet Grund genug zu trauern und zu weinen, ob er an sich selbst denkt oder an den Mitmenschen. Er weiß, dass keiner hier ohne Trübsal lebt. Und je genauer er sich betrachtet, umso größer wird sein Leid. Unsere Sünden und Fehler bieten Anlass genug zu begründeter Trauer und zu innerer Zerknirschung. Wir sind derartig in sie verstrickt, dass wir uns nur selten imstande fühlen, die himmlischen Dinge zu betrachten. Dächtest du öfter an dein Sterben als an ein langes Leben, du würdest weit eifriger an deiner Besserung arbeiten. Wenn du überdies die zukünftigen Qualen der Hölle und des Fegsfeuers mit Herz und Gemüt erwägen wolltest, ich glaube, du nimmst gar Mühe um Leiden auf dich und schrecktest vor keiner Strenge zurück. Weil uns aber diese Gedanken nicht zu Herzen gehen und unsere Liebe jenen Dingen gilt, die uns schmeicheln und locken, bleiben wir kalt und maßlos träger. Oft ist es Mangel an Geist, dass sich der elende Leib so leicht beklagt. Bete darum demütig zum Herrn, er möge dir den Geist der Zerknirschung verleihen und sprich mit dem Propheten: Speise mich, Herr, mit dem Brote der Tränen und tränke mich mit dem Tranke der Tränen in reichem Maße. Kapitel 22. Der Blick in das menschliche Elend. Elend bist du, wo immer du weilst und wohin du dich auch wendest, wenn deine Richtung nicht auf Gott zielt. Was wirst du so unruhig, wenn es dir nicht nach Wunsch und Willen geht? Wer ist der Mensch, der alles hat, was er sich wünscht? Ich nicht, du nicht und kein Mensch auf Erden. Keinem in der Welt bleiben irgendwie Plage und Trübsal erspart, mag er König sein oder Papst. Und wer hat es besser? Ohne Zweifel der, der für Gott zu leiden vermag. Da äußern die Kranken und Schwachen, sieh da, was hat der aber für ein gutes Leben. Wie reich ist er, wie groß, wie mächtig und hochstehend. Du aber blicke auf die himmlischen Güter, und du wirst sehen, dass all das Irdische nichtig und
gänzlich unsicher ist, ja mehr eine Last bedeutet, da man es nie ohne Sorge und Furcht besitzen kann. Das macht die Seligkeit des Menschen nicht aus, Zeitliches bis zum Überfluss zu besitzen. Ein Mittelmaß genügt. Es ist wahrhaftig ein Elend, auf Erden zu leben. Je geistiger ein Mensch leben möchte, desto bitterer wird ihm das gegenwärtige Dasein. Denn er durchlebt tiefer und durchschaut klarer die Gebrechen der menschlichen Verderbtheit. Denn dem Essen, Trinken, Wachen, Schlafen, Ruhen, Arbeiten und dem übrigen Bedürfen der menschlichen Natur unterworfen sein, ist wirklich ein großes Elend und Leid für den frommen Menschen. Er möchte ja so gern davon befreit und alle Sünde ledig sein. Denn der innerliche Mensch fühlt sich durch das Bedürfen des Leibes doch sehr bedrängt in dieser Welt. Darum bittet der Prophet inständig, dass er davon frei sein möchte und ruft: Befreie mich, o Herr, aus meinen Nöten. Weh aber denen, die ihr Elend nicht erkennen, und noch mehr weh denen, die dieses Elend, verderbte Leben lieben. Denn manche hängen so fest an diesem Leben, obschon sie es kaum durch Handarbeit oder Betteln notdürftig erhalten können, dass sie sich um das Reich Gottes nicht kümmern würden, wenn sie nur ewig hier bleiben könnten. Diese unseligen, ungläubigen Menschen, die so tief im Irdischen versinken, dass sie nur noch am leiblichen Geschmack finden. Am Ende jedoch werden die Elenden es noch schwer zu fühlen bekommen, wie wertlos und nichtig der Gegenstand ihrer Liebe war. Die Heiligen Gottes aber und alle vertrauten Freunde Christi achteten nicht auf das, was dem Leibe gefiel und was damals in Blüte stand, sondern ihr ganzes Hoffen und Trachten ging nach oben zu den ewigen Gütern. Ihre ganze Sehnsucht schwang sich zu dem Bleibenden und Unsichtbaren empor, aus Furcht, die Liebe zum Sichtbaren könnte sie in die Tiefe ziehen. Bruder, verliere nicht das Vertrauen auf den geistlichen Fortschritt. Noch hast du Zeit und Weile. Warum willst du deinen Vorsatz aufschieben? Auf, fange augenblicklich an und sprich: Jetzt ist es Zeit zu handeln. Die Stunde des Kampfes hat geschlagen. Der geeignete Augenblick zur Besserung ist gekommen. Wenn du zu leiden hast und dich in Not befindest, dann hat die Stunde geschlagen, Verdienste zu erwerben. Durch Feuer und Wasser musst du hindurch, bevor du zu Erquickung gelangst. Tust du dir keine Gewalt an, wirst du die böse Neigung nicht bezwingen. Solange wir diesen gebrechlichen Körper tragen, können wir nicht ohne Sünde sein, noch dem Lebensüberdruss und Leid entgehen. Gerne hätten wir Ruhe von allem dem Elend, aber da wir die Unschuld durch die Sünde verloren haben, haben wir auch
die wahre Seligkeit eingebüßt. So müssen wir uns denn mit Geduld wappnen und auf Gottes Barmherzigkeit warten, bis das Verderben vorüberzieht und die Sterblichkeit vom Leben verschlungen wird. Wie groß ist doch die Gebrechlichkeit des Menschen, die stets zum Bösen neigt. Heute beichtest du deine Sünden und morgen tust du schon wieder, was du gebeichtet hast. Jetzt nimmst du dir vor, auf der Hut zu sein. Und kaum ist eine Stunde vorüber, da handelst du, als hättest du dir nichts vorgenommen. So haben wir also Ursache genug, uns zu verdemütigen und niemals groß von uns zu denken, da wir so gebrechlich und unbeständig sind. Schnell kann man durch Nachlässigkeit verlieren, was man mit viel Mühe und Hilfe der Gnade kaum eben erworben hat. Was wird am Ende noch aus uns werden, da wir schon am Morgen so erschlafen? Wehe uns, wenn wir uns zur Ruhe setzen wollten, als wäre schon Friede und Sicherheit, wo noch nicht eine Spur von wirklicher Heiligkeit in unserem Wandel zu sehen ist. Es täte uns wirklich Not, dass wir noch einmal wie rechte Novizen zu einem tugendhaften Leben angeleitet würden. Vielleicht bestände dann die Aussicht auf künftige Besserung und einen größeren Fortschritt im geistlichen Leben. Kapitel 23 Betrachtung des Todes. Gar schnell wird es hier mit dir geschehen sein. Siehe nur, wie es um dich steht. Heute lebt der Mensch noch, morgen ist er nicht mehr. Ist er aber einmal den Augen entschwunden, so ist er auch schnell aus dem Sinn. Wie ist doch das Menschenherz so träge und abgestumpft, dass es nur an die Gegenwart denkt und sich um die Zukunft so wenig sorgt? Du solltest dich in all deinem Tun und Denken so verhalten, als würdest du heute sterben. Hättest du ein gutes Gewissen, würdest du den Tod nicht sonderlich fürchten. Besser wäre es, die Sünden zu meiden, als den Tod zu fliehen. Bist du heute nicht bereit, wie willst du es morgen sein? Das Morgen ist ein ungewisser Tag. Weißt du übrigens, ob du das Morgen noch erleben wirst? Was nützt es, lange zu leben, wenn wir uns so wenig bessern? Ja, ein langes Leben bessert nicht immer. Oft mehrt es nur die Schuld. Hätten wir doch einen Tag in dieser Welt gut gelebt. Viele zählen die Jahre ihrer Hinkehr zu Gott, aber die Frucht der Lebensbesserung ist oft gering. Ist es schrecklich zu sterben,
so ist es vielleicht noch gefährlicher, länger zu leben. Glücklich, wer die Stunde seines Hinscheidens immer vor Augen hat und sich täglich auf das Sterben vorbereitet. Hast du je einmal einen Menschen sterben sehen, so bedenke, dass auch du denselben Weg gehen wirst. Wenn es morgen geworden ist, stelle dir vor, du werdest den Abend nicht mehr erreichen. Ist es Abend geworden, wage nicht, dir den Morgen zu versprechen. Sei also immer bereit und lebe so, dass der Tod dich nie unvorbereitet finde. Viele sterben plötzlich und unversehens, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da man es nicht vermutet. Ist jene letzte Stunde gekommen, dann wirst du dein ganzes vergangenes Leben in einem völlig anderen Lichte sehen und tief bedauern, dass du so nachlässig und lau gewesen bist. Wie glücklich und klug ist er, der sich bemüht, jetzt so zu leben, wie er im Tode befunden werden möchte. Große Zuversicht auf eine glückliche Sterbestunde wird haben dürfen, wer die Welt vollkommen gering wertet, ein glühendes Verlangen nach Fortschritt in der Tugend hegt, die Zucht liebt und das Opfer der Buße nicht scheut, wer willigen Gehorsam leistet, sich selbst verleugnet und alles Widrige aus Liebe zu Christus erträgt. Viel Gutes kannst du wirken, solange du gesund bist. Was du aber in kranken Tagen zustande bringst, das weiß ich nicht. Weniger werden durch Krankheit gebessert, so wie auch jene selten heilig werden, die viel wallfahren. Verlass dich nicht auf Freunde und Verwandte und verschieb dein Heil nicht auf die Zukunft. Denn rascher als du meinst, werden dich die Menschen vergessen. Besser ist es, dich bei Zeiten vorzusehen und ein gutes Werk voranzuschicken, als auf andere Leute Hilfe zu hoffen. Trägst du heute keine Sorge um dich selbst, wer wird künftig für dich sorgen? Jetzt ist die Zeit sehr kostbar. Jetzt sind die Tage des Heiles. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Aber wie traurig, dass du diese Zeit nicht nutzbringender verwendest. Du kannst doch Verdienste sammeln und ewig davon leben. Kommen wird der Augenblick, da du sehnlichst verlangst, auch nur einen Tag oder eine einzige Stunde zu haben, um dich zu bessern, und ich weiß nicht, ob du sie erhalten wirst. Siehe doch, teure Freund, aus welcher großen Gefahr du dich befreien, welche drückende Furcht du dich entziehen kannst, wenn du jetzt immer gottesfürchtig lebst und des Todes gewärtig bist. Suche jetzt so zu leben, dass die Todesstunde eher Freude als Furcht in dir weckt.
Lerne jetzt der Welt abzusterben und dann ein Leben mit Christus zu beginnen. Lerne jetzt alles von dir zu werfen und dann unbeschwert zu Christus zu eilen. Züchtige jetzt deinen Leib durch Buße und dann in sichere Zuversicht leben zu können. Du Tor, wie kannst du denken, du würdest lange leben, wo dir kein Tag sicher ist? Wie viele schon sahen sich betrogen und plötzlich dem Leib entrissen. Wie oft hast du sagen hören, diese fiel im Kampf, jene ertrank, der eine fiel aus der Höhe und brach den Hals, der andere starb beim Essen, wieder ein anderer fand den Tod beim Spiel. Einen tötete das Feuer, den anderen das Schwert, einen dritten die Seuche, einen vierten ermordeten Räuber. So ist das Ende aller der Tod, und flüchtig wie ein Schatten eilt des Menschen Leben dahin. Wer denkt noch an dich, wenn du gestorben bist? Wer betet für dich? Mein Teuerste, tu jetzt, was du nur tun kannst, denn du weißt nicht, wann deine Stunde schlägt und ebenso wenig, was dir nach dem Tode bevorsteht. Sammle dir unvergängliche Schätze, solange du noch Zeit hast. Dein einziger Gedanke sei dein Heil. Deine einzige Sorge sei das, was Gottes ist. Mach dir jetzt die Heiligen zu Freunden, indem du sie verehrst und ihren Wandel nachahmst, damit sie dich, wenn du aus diesem Leben scheidest, in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Betrachte dich als einen Fremdling und Gast auf Erden, den die Händel der Welt nichts angehen. Halte dir dein Herz frei und richte es empor zu Gott, denn du hast hier keine bleibende Stätte. Dorthin sende täglich unter Tränen dein Bitten und Flehen, damit dein Geist verdiene, glücklich heimzufinden zum Herrn, wenn du gestorben bist. Amen. Kapitel 24 Gericht und Strafe für die Sünden. In allem bedenke das Ende und wie du vor dem strengen Richter bestehen wirst. Vor ihm ist nichts verborgen und keine Geschenke bestechen ihn. Er lässt keine Ausflüchte gelten, sondern wird nach Gerechtigkeit richten. Du arme und törichte Sünder, was willst du Gott antworten, der all deine Sünden weiß? Erschrickst du doch bisweilen schon vor dem Antlitz eines entzündeten Menschen? Warum siehst du dich nicht vor für den Tag des Gerichtes? Niemand kann sich da durch einen anderen entschuldigen oder verteidigen lassen. Jeder wird an seine eigene Last genug zu tragen haben. Jetzt bringt dein Arbeiten noch Früchte. Jetzt
finden deine Tränen noch Gnade und deine Seufzer Erhörung. Jetzt hat dein Schmerz noch die Kraft der Sühne und Reinigung. Eine große und heilsame Läuterung erleidet der geduldige Mensch, der bei Kränkungen mehr die Bosheit des anderen als das eigene ihm zugefügte Unrecht bedauert, der gern für seine Widersacher betet und von Herzen die Schuld vergibt, der nicht zögert, andere um Verzeihung zu bitten, der leichte Mitleid übt, als in Zorn ausbricht, der sich selbst häufig Gewalt antut und den Leib völlig unter die Herrschaft des Geistes zu bringen sucht. Es ist besser, sich jetzt von Sünden zu reinigen und die Laster auszurotten, als die Reinigung auch später zu verschieben. Wir täuschen uns wahrhaftig selbst, indem wir den Leib so ungeordnet lieben. Was anderes wird jenes Feuer verschlingen als deine Sünden? Je mehr du deine Selbst im Augenblick schonst und dem leiblichen Begehren folgst, umso härter wirst du später büßen und umso mehr Nahrung für das Feuer sparst du dir auf. Worin der Mensch gesündigt hat, darin wird er umso schwerer bestraft werden. Dort werden die Trägen mit glühenden Stacheln gequält und die Schlemmer von ungeheurem Durst und Hunger gequält. Dort werden die Geilen und Lüsternen mit siedendem Pech und stinkendem Schwefel übergossen und die Neidischen vor Schmerzen heulen, gleich tollen Hunden. Kein Laster wird es geben, das nicht seine eigene Peinigung erlitte. Dort werden die Stolzen von allen nur möglichen Verwirrungen befallen und die Geizigen von der bittersten Armut gequält werden. Dort wird eine einzige Stunde der Strafe schwerer empfunden werden, als hier 100 Jahre im härtesten Buße. Dort gibt es für die Verdammten keine Ruhe und keinen Trost. Hier ruht man noch zuweilen von seinen Mühen aus und genießt den Trost der Freunde. Lebe jetzt in Sorge um deine Sünden und beweine sie. Dann wirst du am Tage des Gerichtes sicher zu den Seligen gehören. Dann werden nämlich die Gerechten mit großer Zuversicht denen entgegentreten, die sie einstens bedrängt und unterdrückt haben. Dann wird als Richter auftreten, der sich jetzt demütig unter das Urteil der Menschen beugt. Dann wird, wer hier armen und niedrigen Standes war, voll großen Vertrauens sein. Der Stolze aber wird völlig verzagen. Dann wird man feststellen, dass der in dieser Welt weise gewesen ist, der gelernt hat, um Christi willen ein einfältiger, ja verachteter Mensch zu sein. Dann findet die Trübsal, die man geduldig ertrug, Anerkennung und alle Bosheit wird schweigen. Da wird jede Fromme jubeln und jede Gottlose trauern. Dann wird dem, der seinen Leib kasteite, mehr Freude zuteil, als dem, der ihn immer nur pflegte und verzettelte. Dann wird vom schlichten Kleide ein Leuchten ausgehen und das kostbare Gewand seinen Glanz verlieren. Die arme, kleine Hüte wird mehr gepriesen werden als der in Gold schimmernde Palast.
Die standhafte Geduld wird uns dann mehr nützen als alle Macht der Welt. Der einfältige Gehorsam wird mehr Anerkennung finden als alle weltliche Vorwitz. Dann erntet das reine, gute Gewissen mehr Freude als der tief schürfende Geist, und die Verachtung des Reichtums wird schwerer wiegen als der Besitz aller Schätze der Welt. Da wird ein andächtiges Gebet dich mehr trösten als ein köstliches Mahl, und das Schweigen, das du treu gehalten, bringt dir eine größere Freude als eine lange Unterhaltung. Dann werden die heiligen Werke mehr gelten als viele schöne Worte, und die in strenger Buße verlebten Tage dich glücklicher machen als alle irdischen Freuden. Lerne jetzt in kleinen Dingen Geduld zu üben, um dich dort vor Schwerem zu bewahren. Hier probe zuerst, was du später vermagst. Wenn du jetzt so wenig aushalten kannst, wie magst du die ewigen Qualen ertragen? Wenn dir jetzt schon bei deinem kleinen Ungemach der Faden der Geduld reißt, was wird dann die Hölle tun? Siehe, du kannst wirklich nicht beide Freuden haben, hier in der Welt dich ergötzen und später mit Christus herrschen. Wenn du bis zum heutigen Tag immer in Ehren und Genüssen gelebt hättest, was würde dir das alles genützt haben, wenn du in diesem Augenblick sterben müsstest? Nein, alles ist Eitelkeit, außer Gott lieben und ihm allein dienen. Wer nämlich Gott aus ganzem Herzen liebt, fürchtet weder Tod noch Strafe, weder Gericht noch Hölle, weil die vollkommene Liebe ihn sicher zu Gott führt. Wer aber immer noch Freude an der Sünde hat, kein Wunder, dass der den Tod und das Gericht fürchtet. Gleichwohl ist es gut, dass, wenn dich die Liebe noch nicht vom Bösen zurückhält, dich wenigstens die Furcht vor der Hölle in Schranken hält. Wer die Gottesfurcht geringschätzig abtut, wird nicht lange im Guten verharren können, sondern nur umso schneller in die Schlingen des Teufels fallen. Kapitel 25 Besserung des Lebens von Grund auf. Sei wachsam und eifrig im Dienste Gottes. Denke oft, wozu bin ich gekommen? Warum habe ich die Welt verlassen? Doch wohl, um für Gott zu leben und ein geistlicher Mensch zu werden. So arbeite denn mit Feuereifer an deinem Fortschritt. Den Lohn für deine Mühen wirst du bald empfangen, und weder Furcht noch Schmerz werden dich weiterhin quälen. Wenn du jetzt noch ein wenig arbeitest, wirst du große Ruhe, ja, ewige Freude finden. Bleibst du treu und eifrig in deinem Tun, dann wird ohne Zweifel auch Gott sich treu erweisen und dir mit reichlichem Lohn vergelten. Lebe immer in der festen Hoffnung, die Palme zu erringen,
Lass dich aber nicht in falsche Sicherheit einwiegen, sonst erliegst du der Trägheit oder dem Stolze. Als sich einmal ein Mensch, der oftmals zwischen Furcht und Hoffnung schwebte, von Kummer ganz erschöpft in der Kirche vor einem Altar betend niederwarf, ging er mit sich zu Rate und sprach: Wenn ich doch wüsste, ob ich beharrlich bleibe. Sogleich vernahm er in seinem Innern die Antwort Gottes: Was würdest du tun, wenn du es wüsstest? Tu jetzt, was du dann tätest, und du wirst deine Sache sicher sein. Und sogleich fühlte er sich getröstet und gestärkt, überließ sich dem göttlichen Willen und wusste nichts mehr von einem ängstlichen Schwanken. Er wollte auch nicht mehr vorwitzig über seine Zukunft nachgrübeln, vielmehr suchte er zu erkennen, worin der wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes bestehe, um jegliches gute Werk zu beginnen und zu vollenden. Vertraue auf den Herrn und tue das Gute, sagt der Prophet, und bewohne das Land und erfreue dich an seinen Reichtümern. Eines hält viele vom Fortschritt und der ängstlichen Besserung zurück: die Furcht vor Schwierigkeiten und die Mühsal des Kampfes. Gleichwohl schreiten gerade die am meisten in der Tugend voran, die den größeren Schwierigkeiten und Widerständen trotzend sich mit Mannesmut durchzusetzen suchen. Denn je mehr sich der Mensch überwindet und im Geiste abtötet, desto größer sein Fortschritt, desto reicher das Maß der Gnaden. Aber nicht alle haben gleich viel zu überwinden und abzutöten. Wer sich jedoch tapfer einsetzt, wird, wenn er auch leidenschaftlicher verlangt ist, doch größere Fortschritte machen als ein anderer, der bei glücklicher Veranlagung weniger Tugendeifer entwickelt. Zwei Dinge sind es vornehmlich, die zu einer gründlichen Besserung beitragen: sich mit Gewalt das versagen, wozu die Natur ungeordnet neigt, und mit glühendem Eifer dem Guten nachstreben, dessen man besonders bedarf. Auch darauf richtet dein Auge, das zu meiden und zu überwinden, was dir an anderen missfällt. Überall sei auf deinen Fortschritt bedacht. Liest oder hörst du gute Beispiele, dann lass dich begeistern und ahme sie nach. Nimmst du aber etwas Tadelnswertes wahr, so hüte dich, ein Gleiches zu tun. Hast du es aber einmal selbst getan, dann nimm das zum Anlass, dich schleunigst zu bessern. So wie dein Auge die anderen sieht, so sehen die anderen auch dich. Wie wohltuend und erhebend ist es, Brüder zu sehen, die in heiliger Zucht und Ordnung lebend von Eifer und Andacht entbrennen. Wie traurig hingegen und wie bedrückend der Einblick jene, die keinen geordneten Wandel kennen und das, wozu sie berufen sind, ungetan lassen. Wie verderblich ist es, die Aufgaben seines Berufes zu vergessen,
und sich an Arbeiten zu machen, die uns gar nicht übertragen sind. Denk an den einmal gefassten Entschluss und stell dir das Bild des Gekreuzigten vor. Beim Anblick des Lebens Jesu Christi hast du Grund genug, dich wirklich zu schämen, weil du es nicht der Mühe wert hieltest, dich ihm mehr und mehr nachzubilden, obwohl du schon so lange Gottes Wege läufst. Ein Ordensmann, der sich gesammelt und hingegeben mit dem hochheiligen Leben und Leiden des Herrn beschäftigt, wird alles, was ihm nützt und frommt, reichlich darin finden, und er hat nicht nötig, außer Jesus etwas Besseres zu suchen. Wenn der gekreuzigte Jesus in unser Herz käme, wie schnell und ausreichend wären wir belehrt. Ein sich mühender Ordensangehöriger trägt alles gern und nimmt auch gern auf sich, was ihm befohlen wird. Ein Nachlässiger und Lauer hingegen leidet Trübsal und fühlt sich von allen Seiten beengt, weil es ihm an inneren Trost gebricht und er den Äußeren nicht suchen darf. Ein Ordensmann, der außer der Zucht lebt, steht vor schwerem Fall. Wer ein laues, leichtes Leben sucht, lebt immer in Nöten, weil ihm bald dieses, bald jenes nicht recht gefällt. Wie machen es denn so viele andere Ordensleute, die sich streng an die klösterliche Ordnung halten? Sie gehen selten aus, leben zurückgezogen, essen sehr einfach, tragen ein raues Gewand, arbeiten viel, sprechen wenig, wachen lange, stehen früh auf, liegen lange dem Gebete ob, lesen gern und halten sich in strenger Zucht. Siehe, die Kartäuser, Zisterzienser, die Mönche und Nonnen verschiedener Orden erheben sich jede Nacht, um das Lob des Herrn zu singen. Deshalb wäre es schändlich, wolltest du in einem so heiligen Werk träge sein, wo so sehr viele Ordensleute sich zum Gottesjubel anschicken. Hätten wir doch nichts anderes zu tun, als unseren Herrn und Gott aus ganzer Seele mit Herz und Mund zu loben? Hätten wir doch niemals nötig zu essen, zu trinken und zu schlafen? Könnten wir Gott doch immer da loben und nur dem geistlichen Studium obliegen? Du wärest weit glücklicher als jetzt, da du notgedrungen dem Leibe zu willen bist. Dass es doch diese Bedürfen gar nicht gäbe, sondern einzig die geistlichen Genüsse der Seele, die wir leider so selten verkosten. Hat der Mensch es so weit gebracht, dass er in keiner Kreatur seinen Trost sucht, dann beginnt er erst, Gott vollkommen zu verkosten, dann wird er mit allem, was kommen mag, gern zufrieden sein. Dann wird ihn nichts Großes erfreuen und nichts Kleines niederschlagen. Vielmehr gibt er sich mit ganzer Zuversicht in Gottes Hand, der ihm alles in allem ist, dem nichts zugrunde geht, nichts stirbt, dem alles lebt und alles dient auf einen Wink hin unverzüglich. Bleib stets des Endes eingedenk und dass die verlorene Zeit nicht wiederkehrt.
Ohne Eifer und Fleiß wirst du es niemals zu Tugend bringen. Sobald du anfängst, laut zu werden, beginnst du auch, unglücklich zu werden. Gehst du aber mit Eifer ans Werk, wirst du großen Frieden finden und die Bürde nicht so schwer empfinden, weil Gott dir die Gnade dazu gibt und die Liebe zur Tugend. Der Mensch, der vor Eifer glüht, ist zu allem bereit. Die Fehler und Leidenschaften zu bezwingen, macht mehr Mühe, als im Schweiße des Angesichts körperlichen Arbeiten obliegen. Wer die kleinen Fehler nicht meidet, fällt nach und nach in größere. Du wirst immer froh sein am Abend, wenn du den Tag mit Nutzen verbracht hast. Wache über dich selbst, wecke dich, ermahne dich. Mag es um andere stehen wie immer, sorge du für dich. So weit kommst du voran, als du dir Selbstgewalt antust. Amen. Thank you.